Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Beim letzten Mal haben wir uns ja hier nach Vashir gebackt. Jawohl. Und jetzt haben wir hier, nachdem wir auch noch selber hierher schwimmen durften, dürfen wir jetzt für den General Nazgrim ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel hier ein bisschen Krebsfleisch organisieren. Warum auch nicht? Epische Helden haben nichts Besseres zu tun. Geil, der spricht immer nur, meine Männer brauchen, dabei bin ich die bessere Partie. Deine ganze scheiß Armee drauf. Muss man ja auch mal sagen, oder? Gibt's ja aber nicht. Dafür habe ich fast 85 Level gelevelt, dass ich hier da stehe und hier scheiß Krebsfleisch sammle und scheiße in der Kram sammle und. Gibt's aber nicht. Komm hier vor wie der letzte Arsch. Ich dachte, der Gewerkschaft sah für Hexenmeister. Ah, gibt's Ärger. Da sollte man streiken, sollte man da. Immer werden wir ausgegrenzt. Macht keinen Spaß mehr hier. Scheiße hier. Und jetzt kommst du auch noch. Du! Sag mal. Das meine ich. Mobbing auf höchster Stufe. Da geht man seiner Scheißarbeit nach und dann kommt so ein Nager an. Mobbt einen. Ich könnte kündigen. Vor Freude. Dann gucken sie alle um, wenn ich weg bin. Ja. Dann heulen sie mir wieder nach. Dann heißt es wieder, oh Thomas, komm zurück. Wir brauchen deinen Hexer, unbedingt. Ja. Ich bin ja froh, dass der Lehrwandler nicht streikt. Ohne den würde ich keinen Schneid aus. Muss ja keiner wissen. Ne? So. Hier noch, Herr Beckert. Weiter jetzt. Krebs sammeln. Krebsfleisch. Ja, lecker. Lecker. Krebsfleisch. Krebsfleisch sammeln, Nager umbringen. Klingt nach einer super Aufgabe. So, Nager umbringen. Jetzt mobb ich zurück. Nein. Wen hast du denn im Visier? Den! Schnell, 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 schnell. Kasse. Du kriegst ihn. Ja. Fast nicht mehr bekommen. Warum kämpfe ich überhaupt noch? Ach ja, weil ich sonst die nicht looten kann. Stimmt. Den habe ich im Visier. Ah ja. Kann ich noch nicht wirken. Bam. Ich hoffe, es geht jetzt relativ mal fix. Ich mische endlich nach Pandaria, spätestens in der nächsten Folge. Und ich knall hier andauernd gegen meinen Ständer. Das ist doof. Das klingt falsch. Warum habe ich einen Krebs jetzt an der Angel? Für den. Nein! Oh, er wurde mir nicht gut geschrieben. Nein, du. Ich klick sie lieber mit der Maus an. Nicht, dass ich hier Krebs hole. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit. Komm hierher. Tu, was ich sage. Das lädt immer noch auf. Geht doch. Diese Nager. Ich los? Demo oder was? Ich bin außer Reichweite. Ach man, ich will nicht so weit schwimmen. Hier, nimm den. Danke. Man muss doch nicht weiter vom Questgeber weg als eigentlich geplant. Dafür, dass man das hier nur eigentlich macht, damit man sein Level voll kriegt, ne? Ich tue das nur, weil es muss. Holen wir uns jetzt hier mal so ran, so. Dab. Ah, schöne Uhrzeit, 8 Uhr morgens. Kann man machen. Ich werde demnächst von Kaffee auf meinen Booster umsteigen. Booster Energy Drink. Ich habe hier so einen richtig fetten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so eine Literdose gekauft. So eine übertrieben große, wo ich eigentlich schon ein bisschen Panik habe, ob ich die überleben werde. Oder ob ich mit dem Herzkasper einfach umkippe. Oder heute gar nicht mehr schlafen werde, oder. Naja, gibt's ja viele Möglichkeiten. Thomas, lass den Ständer in Ruhe. Da. So. Hi. Was Nazgrim. Verschafft uns Zeit. Hab ich. Hoffen wir einfach, dass eure Anstrengungen. Achso, ne, ja. Hoffen wir mal einfach, dass eure Anstrengungen ausreichen, um uns die nötige Zeit zu verschaffen. Kraft. Habt ihr Nahrung für Truppen und Tote? Ah, lecker Happen. Bald sind wir wieder kampfbereit.
In unserem Kampf gegen das Ertrinken waren wir noch Orks und Ecke gezwungen, unsere Waffen und einen Großteil unserer Rüstung zurückzulassen. Eronak sagt, dass es bald einen groß angelegten Angriff der Naga erwartet und ich glaub ihm. Wenn wir siegen wollen, müsst ihr uns dabei helfen, unsere verlorene Ausrüstung zurückzuholen. Das soll alle auf dem Meeresboden in der Nähe unseres Schiffswracks hier und im Norden liegen. Schnell und Tote, der Feind. Nee. Berlinern ist manchmal gar nicht so leicht, auch wenn man Berliner ist. Der Feind könnte jeden Moment eintreffen. Vorwärts! Liegt allein am Satzbau. So, hallo! Berlinerin. So. Ja, und da gibt's ja noch eine Quest. Ach, ich weiß, was das ist. Das war eine Scheißquest. Ach ja, oh Gott. Ich weiß, was jetzt kommt. Dieser Helm und das passende Zubehör sind in Siegel von Sturmwind gekennzeichnet. Er stammt ohne Zweifel von einem Allianzschiff, das ein ähnliches Schicksal wie euer Schiff erlitten hat. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Schiff passiert ist. Ich wurde weggeschmissen und durfte selber schwimmen. Wenn ihr den Helm genauer betrachtet, fällt euch auf, dass er viel zu gut verarbeitet und stabil ist, um zu einer normalen Taucherausrüstung zu gehören. Vielleicht weiß Nagelsgrim ja, was es damit auf sich hat. Ich werde ihn nicht fragen. So, jetzt werden wir diese kleinen Penner da weghauen und Rüstung besorgen. Natürlich, wir. Wir könnten ja eigentlich auch in einer großen, in ihrer großen Anzahl da mal reinhüpfen und die scheiß Ausrüstung holen. Nein, ich muss sie selber holen. Ach, das war ja... Ach ja, oh Gott. Die liegt hier überall rum, überall und nirgendwo. Und einige haben diese komischen Giblins. Eine Mischung aus Goblin und Naga. Ja, und Naga. Oder Morlock. Obwohl ich mir... Ach nee, ich möchte mir das nicht vorstellen. Bäh. Raus aus meinem Kopf. Gut. Es ist zu weit entfernt. Einige Kreuzungen möchte man einfach, wie gesagt, nicht wissen, wie das entstanden ist, was da passiert ist und warum. Wieso das niemand verhindert hat. So, gucken wir mal hier. Also eigentlich lag hier mal ein bisschen mehr Rüstung rum. Das war ja immer alles viel freudiger. Ach, hier sieht es doch schön aus. Guck mal, hier bewacht keiner. Das sammeln wir mal die Platte hier ein. So, noch eine Brustplatte für Ilgrimor. Was haben wir denn noch? Schön. Noch eine Brustplatte von Ilgrimor. Die liegen hier mal rum. Was brauchen wir denn alt? Helme. Helme brauchen wir auch noch. Helme waren am schwersten, glaube ich, zu finden. Ich glaube ja. Ach, guck mal, unser Schiff. Ist das nicht schön? Ist das nicht süß, wie es hier liegt? Schläft. Oh, auf der Seite. Ganz niedlich. So. Die Giblin. Den werden wir jetzt mal auf der Glatze hauen. Eigentlich allen, die hier rumschwimmen. Ich weiß gar nicht, ob die Helme geben. Ich weiß nur, dass sie Axt auf jeden Fall geben und die Brustplatte, glaube ich. Irgendwie gibt, glaube ich, nicht jeder alles. Noch eine Brustplatte, die haben wir voll. So, jetzt brauchst du mir keine Brustplatte mehr geben. Gib mir Äxte. Aber ich glaube, da gab es auch noch verschiedene, oder? Aber wenn, dann sind sie sehr schlau, weil sie haben eine Axt und greifen nicht an, ne, mit dieser Axt. Sie versuchen uns mit ihren Händen umzubringen. Oi. Ein Brandschatzer. Unterwasser. Okay, ich kann auch mit Unterwasser mit Feuer und so arbeiten, ne. Ich müsste, also wenn das jetzt reell wäre, dann wären wir eigentlich voll am Arsch. Oh, ein Helm. Da wären wir sowas von am Arsch. Hallo Schiff. Ach guck mal, wir können da sogar rein. Hallo Schiff. Aha. Bringt uns noch nicht viel, wa? So. Gar nichts? Oh oh. Ach, wir sind ja hier kurz vor der Meeresoberfläche. Ist ja cool. Ich glaube, hier unten, war das hier, kann man irgendwo Ghostcrawler finden. Geistbestie. Nur mal so am Rande. Ich zeig's euch, wenn, falls wir so weit kommen. Oh, wir brauchen nicht mehr viel. Schön, ich habe nur mal kurz auf meinen Timer geguckt, weil meine Sicht ist ein wenig blockiert durch das Mikrofon. Durch den Pop-Schutz. So. Da. Ist so geil, wie man unter Wasser läuft, auf dem Boden.
Finde ich voll lustig so. Sie meilen Stiefel-Style. Juhu, juhu. Nieder mit den Giblins! Bam! Oh, ich sehe da was. Im Gras liegen eine Axt. Die nehmen wir doch gerne mit. Gerne mit. So, Helme. Wir brauchen immer noch Helme. Und Äxte. Ah ja, noch eine Axt. Haha, ich habe deine Axt geklaut. Die wird's gerade holen, ne? Ah, guck mal. Das ist ja gerade, als ob der voll die Harpune hatte, aber das war nur der Stachel des Schiffs. Ich brauche ein Ziel. Hier schwimmt schon wieder ein Nager rum. Gefällt mir nicht so. Dislike gefällt mir nicht. Es geht immer noch auf. Ich schwimme auf einer Höhe. Das ist ja so ein Schiff, glaube ich. Der Schatzfriedhof hier. Hast du was dabei? Jawohl. Okay. Guck mal, da ist noch ein Helm. Gott, sieht aus wie, weiß ich nicht, was. Ah, nicht wie ein Helm. Wo war doch jetzt hier noch ein Giblin? Kann auch sein, dass der nicht mehr. Doch, ist noch markiert. Gut. So, und jetzt gibt's mir noch die Axt, Digga. Und dann sind wir glücklich. Natürlich nicht. Hasse dich. Hasse dich. Hasse dich. Liegt hier noch eine Axt rum? Natürlich nicht. Was? Ich hab mich gerade ausgelacht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, dann du. Mein Lieber. Gib mir jetzt eine verdammte Axt hier. Verdammte Axt! So, wer ist hier der Brandschatzer? Hä? 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 Okay, unser Schiff ist direkt zum Greifen, ne? Das ist ja wunderbar. Das ist ja Träumchen. Gut, dann können wir ja hier... Es geht auch von unten rein. Glaub mir. Wenn ich das sage, war das hier? Ich glaube hier. Der umständliche Weg. Hello, is it me you looking for? Ich dachte, ich soll den Helmin zeigen. Achso. Frallhall! Um eine Schlacht hier auszutragen, sind wir nicht ausreichend gerüstet. Aber nun... Konntet ihr unsere Ausrüstung zusammensammeln, Untote? Na klar. Ja, nimm. Das habt ihr gut gemacht. Achso, ne, warte mal, ich spreche jetzt, vergiss es immer. Das habt ihr gut gemacht, Untote. Unsere Überlebenschancen steigen stetig. Siehet in Ehre. Was, was, was? Bleibst du stehen? Kraft und Ehre. Blut und Donner. Das ändert alles, Hexenmeisterin. Leck mich. Okay, jetzt muss ich nicht mehr mit dir reden. Ich bin weg. Pandaria. Wir gehen nach Pandaria. Ruhestein. Ich brauche den Ruhestein. Schön. Tschüss, Nasgrim. So, hast Ausrüstung, hast alles. Viel Spaß. Ich glaub an dich. Locktauga und Tote, ich bin Nasgrim. Nein, er verfolgt mich. Ich bin Nasgrim. Hiermit befehligt euch, euch unverzüglich in der Feste Grommasch zu melden. Alle im Dienst der Horde haben hier ihren neuen Kriegshäuptling die Treue zu schwören. Lasst ihn lieber nicht warten, und Tote. Na klar. Der verfolgt uns. Ich glaub, der steht auf meine Hexenmeisterin. Achso, muss ich das jetzt nochmal extra annehmen? Habe ich doch gerade, oder? Gott, hier funktioniert heute gar nichts. Juwe, was ist da los? Schon auf Legion umgepatcht. Video. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Seeschlacht gut verläuft, Kriegshäuptling.
Unsere Truppen melden entscheidende Siege vor den Küsten von Tanaris und Tolbarat. Das ist nicht der Kriegshäuptling. Das Blut der Allianz wird vergossen. Das freut mich, General Nazgrim. Ich hörte weiterhin, dass unsere Flotte im Süden eine Gesandtschaft der Allianz gestellt hat. Wir haben das königliche Flaggschiff verfolgt, bis es auf Grund lief. Auf Grund? Wo? Sie haben offenbar eine riesige, unentdeckte Landmasse gefunden, umhüllt von dichtem Nebel. Die Allianz war zuerst dort! Ändert den Kurs der Invasionsflotte. Ihr und eure besten Veteranen ebnen uns den Weg. Stürmt die Küste. Ertränkt diesen neuen Kontinent in Blut. Schön kleiner, jähzorniger, bockiger Bengel, der, wie ist er nochmal? Garrosh? Ach ja. Aber ich fand, in dem Video sah der echt scheiße aus. Also da haben sie den nicht gut animiert. Für die Horde. Ah, gut, ihr seid das. Und keinen Augenblick zu früh. Habt ihr gehört, Sherlock? Ich muss eine kampferprobte Mannschaft für unsere gefährliche Mission zusammenstellen. Ja, ihr habt Allianzler zu töten. Ihr werdet mich begleiten, Keule. Wir kehren nicht eher zurück, als unsere Aufgabe erfüllt ist. Also packt eure Sachen und macht euch bereit. Ihr findet mich an Bord des eines neu im Dienst gestellten Luftschiffs in der Messerbucht. Lasst mal Arne warten. Unsere Befehle werden eingehalten. Um jeden Preis. Sire Dorumi? Was bist du denn? Achso, nein. Nein. Garrosh? Hast du abgenommen? Ging ja schnell. Im Video noch gerade total fett gewesen und pam! Okay, muskulös. Jetzt ist er halt Statur wie ich, so Hipster-Körperform. Nein, ich bin kein Hipster. So, Messerbucht. Luftschiff fliegen. Ah, 3 Minuten haben wir noch. Dann können wir zumindest in Pandaria noch ankommen, ne? Das wäre doch was. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge direkt in Pandaria durchstarten. Ich freue mich. Da ist das Luftschiff. Wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Fliegen gelernt hat, da wird's Zeit. Schlecht nur, wenn man kein Gold besitzt. Aber eigentlich sollte man mit 85 eigentlich schon lange fliegen können. Ne? Hui. Warum haben sie eigentlich die Luftschiffe und auch den Allianz-Zeppelin so unnötig weit weggeparkt? Man hätte es ja auch ein bisschen einfacher haben können, einfach mal über der Stadt oder so. Ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt oder so. Vielleicht gab es da Schwierigkeiten, wenn dann von Sturmwind aus oder Orgrimma aus 10.000 Leute auf dem Zeppelin, der über Orgrimma schwebt, fliegen bei der... als das Release war, das war ja sowieso sehr krass. Vielleicht war das einfacher, den in eine neue Zone zu setzen. Höllschreis, Faust. Wie kommst du hierher? Haltet die Augen nach der Allianz. Willkommen an Bord von Höllschreis Faust, Shadow Warlock. Vol'jin. Das hier ist ihre Jungfernfahrt. Ist denn hier eine Schönheit? Nazgrim füllt seine Lunge mit Seele. Riecht er das, Shadow Warlock? Das ist der Geruch unserer Heimat, jenes Landes, für das wir unsere Leute geblutet und ihr Leben hingegeben haben. Und horcht, hört er das? Das ist der Klang von Frieden und Sicherheit, von jener Zuflucht, die wir uns geschaffen haben und der sich unsere Feinde nicht zu nähern wagen. Merkt euch das, Keule, diese Eindrücke, denn sobald werdet ihr sie nicht wieder genießen. Es geht, einen Krieg zu gewinnen. Nun geht und macht euch bereit, wir brechen auf. Mögen unsere Feinde vor euch. Macht euch bereit, fliegen. Shadow Warlock. Wir nähern uns den Gebiet mit vielen Zielen. Egal was kommt. I am ready. Auf nach Pandaria. Hi. Wie er das backt. Wir fliegen schon seit Stunden durch diesen Nebel, General. Die Besatzung wird unruhig. Zurück auf euren Posten, Soldat.
Wir werden dieses Land finden oder beim Versuch sterben. Land in Sicht! Der Kleinste hat's gesehen. Und ich feiere da hinten. Cool. Ein Allianzschiff! Backbord! Angriff! Treffer. Mitten im Feuer, sage ich euch dann für diese Folge bye bye und willkommen in Pandaria. Ne, andersrum, willkommen in Pandaria und bye bye. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann werden wir den Kontinent ein wenig erkundigen auf Horde-Seite. Bis zum nächsten Mal, bye bye.